Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und zwar zeige ich euch heute das Objekt 257, den neuen 9er Heavy Tank der Russen. Und bevor wir jetzt hier uns dem Replay wirklich komplett zuwenden, würde ich gerne mal eure Meinung direkt zu dem Panzer auch wissen. Denn für mich ist der unfassbar stark, beziehungsweise eigentlich sogar OP. OP, naja, ist jetzt immer schwierig, aber ich habe noch keinen Panzer erlebt, an dem ich so oft abgeprallt bin, wie an dem Objekt 257. Aber nicht frontal oder sonstiges, sondern seitlich. Weil hier irgendwo eine magische Schottpanzerung sich dahinter befindet und im Prinzip nirgendwo was durchgeht. Und das hat mich zur Weißglut gebracht. Deswegen, keine Ahnung. Wenn ihr den Panzer spielt, stellt ihn am besten seitlich zum Gegner. Da bounced nämlich mehr als frontal, lustigerweise. Aber nur mal nebenbei erwähnen. Vielleicht auch, wenn ihr solche Noobs als Gegner habt wie mich. Aber keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall gut genervt. Deswegen auch ein Grund, warum ich das Replay heute auch ausgewählt habe. Weil ich mir dachte, wenn du es nicht besiegen kannst, dann schau es dir mal genauer an. Den Gegner sozusagen in seinem Element live beobachten. Und dementsprechend bin ich jetzt hier ganz gespannt, wie sich das Objekt so schlägt. Aber Replay of the Week nicht umsonst. Schlechte Stats wird er schon nicht haben, sage ich einfach mal. Natürlich ist auch immer das Durchschlagsthema mal gegeben. Normal sind 248 und dann gibt es noch 315 Durchschlag mit Premium. Also von dem her auch da einiges am Start sofern benötigt. Jetzt ist er repariert. Direkt eine 450er Kelle dem T-34 ins Gesicht geschlagen. Die Grille will er auch eigentlich noch ein Stück von ihm haben, aber da war er schon bereit. So, und den ersten Bounce hat er sogar schon. Bin gespannt, wie viele noch folgen. So, jetzt denkt er sich, scheißegal, T-34 ist nur einmal im Jahr und weg. Aber war nicht sein Kill. Der wurde ihm noch schnell geklaut. Kann man mal machen. So, T-44. Auch der bounced natürlich. Magisches Stalinium hat der als Metall verbaut. Jetzt schauen wir mal, was sein Pendant auf der Stufe 9 ihm so entgegenzusetzen hat. Aber der WZ denkt sich auch, ach, bevor ich auf den schieße, suche ich mir einen anderen Gegner. Und man sieht ja auch, er wickelt, weil das ist vielleicht so einer der Nachteile von dem Panzer. Und zwar die Frontplatte hier unten. Da kann man ihn wirklich in der Tat gut durchschlagen. Also, da funktioniert schon. Man muss halt nur dementsprechend auch treffen. Und deswegen das leichte Hin- und Herwickeln hilft er da so ein bisschen. Jetzt hat er den Type 5 schwer seitlich angefahren. Bleibt jetzt auch natürlich hinter dem, dass er dann gar nicht erst weiter in die Bredouille kommt, weil der hat ja HE. Dementsprechend könnte er ihn nerven. Typisch Type 5 schwer, irgendwie überall schwer zu durchschlagen. Selbst hinten am Turm so nicht wirklich smart. Deswegen will er jetzt seitlich nochmal dafür gehen und nimmt auch das hintere Laufrad. Macht also Schaden und holt sich jetzt auch noch den Unterstützungsdamage ab. Also der war ganz smart. Jetzt macht ihn auch weg, schätze ich mal. Jo, und diesmal ist es sein Kill. Sein erster Kill bei 3400 Damage und er hat immer noch alle seine HP. Nämlich 1900 hat er davon auf dem Zähler. So. Jagdpanzer. Ja, ist natürlich, war kein leichter Schuss, weil der Jagdpanzer fast es geschafft hat, seine komplette untere Frontplatte zu verstecken, aber eben nur fast. So, jetzt hat er da den AMX ein wenig touchiert. Klar, der wollte jetzt hier schnell weg von diesen Gegner da oben, nämlich den Conqueror und den 1390, und will jetzt noch für die Grille gehen. Hat jetzt auch HE schon vorgeladen. Aber die Grille hat ihn natürlich hier auch gespottet. Also das heißt, ihr dürft jetzt eigentlich damit rechnen, dass er hier rumkommt. Und genauso ist es auch. 600 Damage. Grille durchschlägt auch sogar und macht hier Damage. So, aber jetzt hat er wieder den nächsten Schuss. Er fährt direkt ran. Nimmt ihn hier aufs Korn. Da hat er jetzt nicht viel Damage gemacht, aber hat ihn damit anzünden können. Und das hat es ausgemacht, dass er hier
die Grille weggefackelt hat. Also, HE wie immer, deutsche TDs lieben HEs. Da gehen sie gleich richtig in Feuer auf dafür. Der Conqueror, der will da noch ein Stück von ihm haben, aber zu weit weg, als dass er da was anrichten könnte. Der CDC, der ist auf jeden Fall jetzt gut machbar. Ja, One-Shot. Und damit liegen sie jetzt noch mit zwei Panzern hinten. 10 zu 12 steht es aktuell. Jetzt sein vierter Kill schon am Start mittlerweile. Oh, da ein S1. Die einzige Zeit der Kanone, die ist nicht so ganz geil, aber naja, irgendwo muss er auch so ein kleines Problem und eine Schwachstelle bieten. Auch hier jetzt nochmal den Bounce vom S1. Auch hier verdeckt er wieder seine Frontwanne, wie man sieht. Jetzt wartet er noch, bis der S1 nochmal vielleicht hochkommt. Oh, der war knapp drüber. Alter Lachs, war der close. Jetzt geht er erstmal für den Conqueror. 10 zu 13, also jetzt ist er mit seinem CDC alleine gegen den Rest. Okay, er ist ganz alleine gegen alle. Hat noch 1200 Hitpoints und natürlich den nächsten gebounced. So, der Conqueror haut jetzt ab, zeigt ihm damit sein Airschleim. Ja, und das ist natürlich eine easy peasy. So, jetzt hat er auch den machen können. Und zwischenzeitlich hat sich der 1390 jetzt hier rangeschlichen. Aber seitlich, genau, seht ihr das? Genau, das meinte ich. Seitlich dreimal Bounce vom AMX. Oder waren es sogar vier? Scheißegal. Auf jeden Fall, ich hasse die Seite von dem Panzer. Die ist einfach nur lächerlich. So, jetzt wartet er, bis der 1390 da rumkommt. Aber das macht er nicht. Dementsprechend kann er sich jetzt dem S1 da nochmal widmen. Hat er jetzt zwar nicht getroffen bzw. durchschlagen, aber ja, 48 HP, den sollte er jetzt rammen können. Genauso ist es auch. Seitlich jetzt die Badshed. Badshed bekommt einen. Jetzt ist die Frage, wo ist der 1390? Da ist er schon. Und von hinten, da ist es jetzt natürlich machbar. Deswegen fahrt er jetzt hinten so ran, dass er jetzt das Wrack hier hat. Das ist natürlich jetzt eine dumme Situation. So, seitlich wieder Bounce. Er will sich nur nicht hinterfahren lassen. Nochmal. Seitlich ist er wieder. Seitlich prallt er wieder ab. Das ist diese Seitenpanzerung ist einfach ein Troll in Panzerform. Und jetzt auch die Badget. Es ist einfach ein Witz. Ich sag's euch, wie es ist. In dem jetzigen Status ist mir der Panzer seitlich viel zu krass. Man kann jetzt sagen, ja, IS-7 oder so mag noch krasser sein, aber ich weiß nicht was. In dem Spiel ist einfach das Ding abnormal. Und jetzt hat er sich auch die Red Levolters gegönnt. Aber mit jedem anderen Panzer dieser Welt wäre er seitlich und auf die Art und Weise schon lange zerstört worden. Und jetzt braucht er noch einen Kill. Er kann sogar noch einen Treffer verdauen von der Badshed. Die Frage ist natürlich, wo ist er hin? Jetzt heißt es hier Cap. Ja, Captain könnte man natürlich. Aber er will halt für den Kill gehen. Komme, was da wolle. Wenn ich das schon nur sehe mit dieser Seitenpanzerung, könnte ich mich schon fast wieder aufregen, aber naja. Egal. Eure Meinung will ich hören. Meine ist jetzt gar nicht relevant. Sagt nur mal eure Meinung. Vielleicht übertreibe ich auch nur maßlos und bin einfach nur schlecht as fuck. Jetzt hat er auch noch daneben geschossen. Jetzt hätte er sich eigentlich schon den Kill snacken können. Die Laura wartet da praktisch schon auf ihre Hinrichtung. Probiert es nochmal mit den letzten verzweifelten Schüssen. APCR scheinbar nicht mehr am Start. Schießt noch AP.
So, jetzt ist er langsam auf dem Vormarsch. Und hat da alle Zeit der Welt, wartet und macht ihn dann entspannt weg. Ja, 9 Kills, 9361 Damage. Super Runde gefahren. Aber wie gesagt, den Panzer stelle ich zur Diskussion und das ist jetzt eure Sache. Also schreibt eure Meinung, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.